Hey, meinst du, Bruno hat noch was Stärkeres als DMT? Ach komm, du röstest dir das Hirn, Mann. Lies lieber das Totenbuch zu Ende. Das wäre echt besser. Oder warte einfach ab, bis du stirbst. Das ist der allergrößte Trip überhaupt. Ich finde das Buch immer noch verwirrend. Hast du das alles verstanden? Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Also im Prinzip. Also wenn du stirbst, verlässt dein Geist deinen Körper. Und dann kannst du erst dein ganzes Leben sehen in so einer Art magischem Spiegel. Und dann fängst du an zu schweben wie ein Geist. Und du kannst alles sehen, was um dich herum vorgeht. Du kannst alles hören. Aber du kannst nicht mit der Welt der Lebenden kommunizieren. Und dann siehst du diese Lichter, lauter verschiedene Lichter in allen möglichen Farben. Diese Lichter sind die Türen, die dich auf eine höhere Daseinsebene ziehen. Aber die meisten Menschen, die mögen diese Welt so sehr, dass sie gar nicht weg wollen. Und dann wird das Ganze ein Horrortrip. Der einzige Ausweg ist, wiedergeboren zu werden. Klingt das irgendwie sinnvoll? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Was ist jetzt der Horrortrip daran? Naja, der Horrortrip ist, du kriegst lauter Albträume. Du drehst total ab. Alles, wovor du Angst hast, wird real. Und du hast total die Scheißangst, weil was von dir noch übrig ist, muss ja die Kontrolle haben oder so. An dem Punkt wünschst du dir dann, du wärst nie gestorben. Und dann erscheinen so dunklere gelbe Lichter. Und diese Lichter stehen für alle Paare, die gerade Liebe machen. Und dann kommt das Licht aus ihren Bäuchen. Und wenn du näher rankommst, kriegst du eine Vision deines nächsten möglichen Lebens. Und du suchst dir das Leben aus, das dir am besten passt. Verstehst du? Du landest in deinem Bauch und du wirst wiedergeboren. Ende der Geschichte. Und das machst du im Prinzip für alle Ewigkeit, bis du aus dem Teufelskreis ausbrechen kannst. Kannst du mir folgen? Du meinst, wir stecken für alle Ewigkeit in dieser Welt fest? Und es gibt nichts Besseres? Hey, weißt du was? Kannst kaum erwarten, deine Schwester zu sehen. Sie ist echt wunderschön, Mann, ehrlich. Ich weiß, aber sie ist...